geklären. Das ist für den meisten, der eben hier gerade vorbeigelaufen ist. Da. Ja, seine, was waren das? Die 150 Dinger oder was? Sind wir die Meißner? Okay, weil den Namen hatte ich mir nicht genannt. Okay, 150 Dinger für Meißner. Nur 100 keine für Bohnen. Hauk aus Blackwater. Ja, die habe ich fertig hier. Also müssen ja nicht unbedingt zwingend Chicken Wings dabei sein. Das ist also das Schöne daran. Da Stimmt, ja. kann ich ihm einfach Westernkartoffeln geben. Gulasch und Papas aller Mexikaner. Ja, und der muss ihnen noch sagen, was er bezahlen muss, dann kriegst du es. Geld. Ganz viel. Ist das da vorne, Hannah? Nein. Nee, das sieht aus wie Red, oder? Nein. Das Auch ist nicht. die ehemalige Miss. Nicht. Ach, Mann. Emily. Der Ja, muss es Emily ist Emily. das, Ja. genau. Collins hieß immer. Jetzt heißt sie ja wieder anders, weil die sich ja scheiden ließen. Nee, will ich jetzt nicht Die hat hin. mir schon den Namen verbunden. Will ich mitkommen? Haben wir gemacht, das Ich Sicher. glaube, Nein. die denken, wir Doch. sind total blöd. Und da gibt's doch die Wasserrutsche. Jeden Nein, komm Tag immer tun wir aus anders. irgendwie weh. Hallo. 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 Kann ich euch helfen? Eventuell war ein Baum nicht hoch genug. Und ich bin drunter hergeritten und ein Ast hat mich am Kopf getroffen und ich wollte mich festhalten und bin dann doch runtergeflogen. Ah, du bist vom Pferd gefallen? Okay, gut, dann kommen Und mit dem Kopf einmal gegen einen Ast. Dass das überhaupt möglich ist. Ich hätte es nie gedacht, dass man das schafft. Okay, gut, dann gucke ich mir mal, nimm mal die Mütze ab, dann kann ich mir das mal angucken. Dankeschön. Gut, ich taste das jetzt mal ab. Hast du irgendwo besonders dolle Schmerzen? An der Hand, weil ich mich noch festhalten wollte, aber dann doch runtergepurzelt bin. Okay, gut. Ah, du bist ja vom Kopf gefallen, deswegen gucke ich das mal im Kopf. Ich gucke mir gleich noch deine Hand an. So, ich denke mal, hier wird eine Beule entstehen. Das musst du auf jeden Fall schön kühlen. Könnte sein, dass du Kopfschmerzen bekommst. Hast du dich übergeben? Okay. Welche Hand tut dir weh? Die linke. Die linke, okay. Ich schaue mir mal die linke Hand an. Ich drehe da jetzt mal so ein bisschen rum. Wenn ich die so nach links drehe, tut das weh? Ein wenig. Okay, und nach rechts? Genauso wenig. Genauso wenig. Okay, wenn ich jetzt noch so ein Stückchen nach oben drücke oder nach unten. Das piekst ein bisschen, aber nicht schlimm. Okay, und wenn wir jetzt mal so eine Faust machen, tut dir das weh? Okay, gut. Ich mache dir trotzdem mal einen kleinen Stützverband um deine Hand. Okay. Und dann kriegst du noch eine kleine Vitaminspritze. Ich hole Die ist dann wieder. auch gegen die Schmerzen. Du bekommst die gegen die Schmerzen und ich nehme die Verband. Was? Nee. Die Spritze muss auch nehmen. Die kann ich nicht für dich nehmen. Doch, das Handy nimmt die Spritze, ich nehme den Verband. Nee, das geht leider nicht. Aber ich mach dir schon mal den Verband drum. Ich will das Einfach nicht. die Augen zu. Halt. Genau, ich bin auch ganz, ganz vorsichtig. Dann bei der Spritze. Und ich mache die auch extra dann an der Stelle, wo es gar nicht so doll weh tut. Okay. Gut, dann gehe ich jetzt mal auf die andere Seite. Ich will es gar nicht wissen. Wenn dir deine Hand nicht mehr wehtut, kannst du dann auch den Verband einfach abnehmen. Okay. Also morgen. Oh Gott. Oh. Oh. So geht's wieder. Okay, du kannst die Hände runternehmen. Gut.
Okay. War nicht so schlimm wie das letzte Mal, oder? Schon besser. Die Heurotspritze war böser. Ja, nein, nein. Die hast du einmal bekommen und die musst du auch nicht nochmal bekommen. Ich habe also, sie schon bekommen. Genau. Gut. Dann passt gut auf euch auf. Wir versuchen es. So, schon viel besser. Na, habt ihr Honig bekommen? Karamell oder so ein Kram? Das ist aber gemein. Aber ein Verband. Wieso ein Verband? Weil da ein Baum war und ich dachte, der Ast wäre hoch genug. Und ich bin dann glaube ich, mit dem Kopf dagegen. Und war so schnell, dass ich runtergeputzelt bin. Ach du Scheiße. Wann war das? Heute? Naja, du stehst noch hier, du bist ein großer Mann. Aber trotzdem aufpassen, ja? Aber das hörst du wahrscheinlich oft genug. Ihr seid Kinder, ja. Solange du daraus lernst, dann ist gut. Wir müssen die Tiere wieder mehr Freiraum geben. Da waren gerade keine. Ich habe gehört zu reden. Okay, hast du ihm gesagt? Stimmt, wegen mir? Die schweigen sich gerade. Nee, die schweigen sich gerade alle an. Okay. Aber Schafe waren gerade nicht da. Schafe was? Die Schafe waren nicht am Bahnhof. Wir können nur nach den Schweinen schauen. Na gut. Eine Frage haben Sie? Ja. War es nicht. Du musst durch die Gasse durch.